IFBB Pro Mike Sommerfeld wird präsentiert von Climax, dein Partner für Fitness Essentials. Ja moin, wie ihr gerade gesehen habt, wurde mein Essen geliefert. Ich zeige euch das mal kurz. Erstmal einen wunderschönen guten Morgen, willkommen zu meinem Video. Hier ist Schrimps und Gemüse. Ist übrigens noch warm, das kommt direkt in den Kühlschrank. Nüsse, Nussmix, Schrimps, Reis und Gemüse, extra Ladung Gemüse, Schrimps und Gemüse für meine Frau. Meine absolute Lieblingsmahlzeit, Rindfleisch und Kartoffeln. Die kommen nochmal in den Airfryer und das Rindfleisch in die Mikrowelle. Nochmal ein paar Nüsse, Reis, Hähnchen und Gemüse. So, das wird jeden Morgen geliefert, pünktlich. Wir hüpfen zum Cardio und dann zeige ich euch mein Frühstück. Oh, und bevor ich es vergesse, ich habe gerade noch eine Lieferung bekommen. Rain, Tropical Storm. Das wird heute direkt mal in den Kopf geschüttet. Wir trainieren nämlich heute Beine. Und heute gibt es die volle Dröhnung Galenicus obendrauf. Ich bettle jetzt nicht um Likes oder Kommentare. Ihr werdet schon was da lassen, wenn ihr das gerne so möchtet. Und den Plan, das komplette Protokoll könnt ihr natürlich auf der Webseite runterladen. Mit Supplements, mit dem Trainingsplan, mit allem drum und dran. Ich werde verrückt. Meine Frau hat heute gekocht. Und zwar, ich habe morgens zum Frühstück entweder 4 Reiswaffeln oder ich kann mir aussuchen, 40 Gramm Haferflocken zu essen. Und jetzt hat sie Brötchen daraus gemacht. Ich zeige euch das mal. Ich habe ihr gesagt, wir machen heute ein bisschen mehr Essen. Deep Fried Legs später und ein bisschen Recovery-Zeug. Das ist echt sexy. Brötchen? Yes. Hat das geklappt? Yes. Wie hast du es gemacht? Haferflocken genommen, Eiklar und Backpulver. Hab's gemischt. Hab Förmchen aus Alufolie gebastelt und hab's in den Airfryer gepackt. Geil, ich bin beeindruckt. Da gibt es dann noch Aubergine, Loki aus dem Airfryer mit Ei. Das restliche Eiklar. Und Eiklar. Und die legendäre Ingwer-Knolle. So, da wir heute nicht im Gym sind, kümmern wir uns heute ein bisschen mehr um Regeneration. Statt uns zweimal im Gym zu zerlegen, gibt es jetzt eine kleine Massage. Ich habe hier die Massagegun, so eine Minigun von Climax. Und im Prinzip schrubbe ich mir dadurch 10 Minuten lang den Quad. Also ich gehe einmal quer über die Muskeln, dann gehe ich einmal längs über die Muskeln. Das Ganze mache ich mit den Hamstrings, die wir ja quasi im letzten Video zusammen trainiert haben. Ich habe da jetzt ganz gut Muskelkater drin. Über die Adduktoren. Und das Schöne ist, die Faszien, die verkleben mit der Zeit. Faszien sind quasi ein Gewebe um die Muskulatur herum. Die umgeben unseren ganzen Körper und die sorgen für Durchblutung oder weniger gute Durchblutung. In meinem Fall ist natürlich sinnvoll, wenn es so gut durchblutet ist wie möglich. Je mehr Blut, je mehr Nährstoffe, desto besserer Pump und so weiter und so fort. Sehr, sehr simpel, kann man selbst machen, kann man zu Hause machen. Das hilft der Regeneration und ihr fühlt euch dadurch ein bisschen ein bisschen lockerer. Und wenn ihr euch auch so eine Massagegun zulegen wollt, dann klickt mal bei Climax drauf, der Link ist in der Beschreibung und dann könnt ihr so eine Gun zulegen. Geiles Ding, ziemlich klein, passt in jede Trainingstasche. Tipp von mir. So, Freunde, es ist Zeit für Mahlzeit Nummer 2. Das wird die Pre-Workout-Mahlzeit und auch die größte. Hier habe ich 350 Gramm Kartoffeln, 250 Gramm Steak, hier in meiner App steht's, 200 Gramm grünes Gemüse und es wird heute Okra sein. Das habe ich euch schon mal gesagt. Okra, übelst geiles Gemüse, sehr geil für die Verdauung. Das Ganze packe ich jetzt hier in den Airfryer für ungefähr 15 Minuten, dann sind die Kartoffeln schön knusprig. Das ist übrigens auch dieselbe App, mit der ich meine Kunden betreue. Da sind alle Mahlzeiten drin, alle Makronährstoffe, Trainingspläne, alle Übungen, Sätze, Wiederholungen mit Videos, Verdauung getrackt, Schlaf getrackt, Schritte getrackt, wie viel sie trinken, Stress, alles mögliche ist da drin. Also es ist kein WhatsApp-Coaching mehr, es ist kein Rumscrollen mehr, kein Rumgetippe, es ist wirklich geplant, mit Daten analysiert, mit Prognosen, mit Diagrammen, mit allem drum und dran, so wie man das richtig machen sollte. Und jetzt geht die Mahlzeit hier in den Kopf. In der Zwischenzeit bereiten wir mal ein bisschen das Intra-Workout vor. Heute brauchen wir eine richtig dicke Ladung ERAs. Es gibt einen Zeitpunkt am Tag und das ist das Training, wo wir es schaffen, unser Blut gezielt in eine Region zu ballern, mittels dem Pump. Das heißt, wir ballern uns heute zu mit Galenicus. Volle Dröhnung, 30 Gramm, 8000 Milligramm Arginin, Citrullin, Glycerol, voll ins System und 2 Scoops von den Backup-ERAs. Ich versuche, die ERAs zu trinken, ins Blut zu bekommen, die sind relativ schnell verdaubar und dann voll in die Muskulatur zu ballern. Dazu benutzen wir natürlich noch die Geheimwaffe hier, unser Salz, das sind so 3-4 Gramm, die baller ich mir mit ins Intra. Kleiner Tipp, extra Pump und wir haben Mineralstoffe mit da drin, dass wir keine Krämpfe kriegen und Quatsch. Das ist erstmal das Intra und wie gesagt, heute gibt es Galenicus mit ins System. Ich lese mal ganz kurz vor, Citrullinmalat, 8000 Milligramm Arginin-Nitrat,
die Kombi aus Nitraten und Arginin. Das, was in Rote Beete pumpt und in Spinat, ist hier kombiniert mit dem Arginin. Wir haben Glycerol, wir haben DMAE mit drin. Übrigens sehr, sehr interessanter Wirkstoff. Novamin, ein Haufen Zeug. Also ich will euch damit jetzt nicht zuspammen, aber davon gibt es heute eine dicke Ladung mit dazu. Und dann werden heute richtig ordentlich Beine zerlegt. Also kleiner Tipp, das EAA Backup schmeckt nicht unbedingt nach Cherry Cola, sondern das schmeckt so nach Berry Candy. Richtig lecker, also ich feiere das. Man hat nicht so einen ranzigen Geschmack im Mund. Kennt ihr das, diese Mundfäule, die man von EAAs bekommt? Die gibt es hier nicht. Also ich würde das Zeug auch so trinken, aber ich trinke das eh schon den ganzen Tag. So, und da ist das fertige Mahlzeit hier. Einmal Rindfleisch, 250 Gramm, da unten sind Kartoffeln, ein bisschen Grünzeug, Rucola. So, zack, wir sind im Beines. Heute hier im Beinraum. Das ist ein Raum, der ist so groß wie ein ganzes Fitnessstudio, nur für Beine. Wir haben hier mindestens 6 verschiedene Beinstrecker, 6 Beincurler, 8 verschiedene Kniebeugenmaschinen, Hack Squats, Super Squats, Pendulum Squats, vertikale Leg, also alles, was es gibt. Ach komm, eigentlich weißt du, dass Pizza und Süßigkeiten dich nicht geiler machen. Die Frage ist also nicht was, sondern wie. Wie komme ich also ans Ziel? Wenn ich gesund essen soll, hart trainieren soll, mich nur um die Kinder, die Familie kümmern soll und auch noch Vollzeit arbeiten gehen muss. Als einer der besten Bodybuilder auf der Welt kann ich dir ziemlich gut dabei helfen. Und es endlich abnehmen, schnell Muskeln aufbauen oder dich einfach mal gerne im Spiegel angucken? Dann hör auf, weiter Zeit zu verschwenden und bewirb dich hier. Wir finden was Schickes für dich. Jetzt Attacke. Bis gleich. Wir machen jetzt Beinstrecker, Hack Squats, Beinpresse nach unserem neuen Trainingssystem. Ich versuche es wieder zu jeder Übung zu erklären wie den vorherigen Videos. Jetzt gibt es ein kleines Warm-up, Beinstrecker, paar Mobility-Übungen und dann geht's los. Bevor ich vergesse, ich mache heute einen kleinen Vergleich zu Beine vorm Training und Beine nach dem Training. Ich will euch mal zeigen, wie der Booster funktioniert. Das ist nämlich ein bisschen asozial. Okay, Übung Nummer 1, Hack Squat. Ich habe endlich wieder Rain. Heute gibt es Tropical Storm in den Kopf. Kleiner Extraschuss Koffein. Ich bin ja eigentlich nicht so der Stim-Booster-Freund, aber heute kann ich eine offizielle Ladung Koffein gebrauchen. Ihr merkt schon, ich habe schon einige Sätze im System. Jetzt kommt der vierte Satz und das wird der intensivste. Wir haben jetzt 4 Scheiben pro Seite, also 160 Kilo Squats. So tief wie möglich, bis der Arsch auf dem Boden ist, bis mir die Knie unter den Achseln hängen, bis mir der Arsch platzt. Und von da unten schieben wir raus bis nach oben, bis wir nicht mehr können. Und ab dem Moment, wo ich keine halbe Wiederholung mehr schaffe, da wird es dann gefährlich, werde ich versuchen, die letzte Wiederholung zu machen. Und die versuche ich ganz durchzuschieben, egal was es kostet. Das wird der All-Out-Satz. Und jetzt werden Beine frittiert, liebe Leute. Jetzt seht ihr, was ich meine mit frittieren. Cheers. Es gibt nichts Ehrlicheres als eine vertikale Beinpresse. Wir haben hier nicht 60 Grad, nicht 45 Grad, nicht 30 Grad. Das sind 90 Grad. Das heißt, 100% des Gewichts drückt direkt von oben auf mich drauf. Und hier können wir, dadurch, dass wir keine Neigung haben, am tiefsten Punkt die meiste Spannung generieren. Wir schieben die Knie so weit runter, wie es geht, bis neben den Kopf, so tief wie möglich. Der tiefste Stretch. Und aus dem tiefsten Stretch schieben wir das Ding nach oben raus mit Karacho.
so viele wie gehen. Ich schätze, ich werde irgendwo bei 10, 12, 14 Wiederholungen am Ende sein. Dann versuche ich den letzten mit den Armen noch rauszudrücken. Aber hier geht es darum, ans Wiederholungsmaximum zu gehen. Und zwar, jede Wiederholung muss tief sein. Es gibt keine einzige Wiederholung, die zur Hälfte gemacht wird. Und wenn wir sie zur Hälfte machen, dann nur von unten aus der gedehnten Position nach oben. Come on. Jetzt kommen wir zur allerletzten Übung und das wird ein Triple Drop Set Supersatz aus Beinstrecker bis zum Abwinken, dreimal ins Versagen plus Ausfallschritte bis ins Versagen. Und zwar die Ausfallschritte werden so weit übers Knie geschoben wie nur irgend möglich. Wir versuchen den Muskel maximal voll zu schießen mit Blut, maximal mit Säure zu überladen, so dass es brennt bis in die Hölle. Und dann stretchen wir das Ding mit jedem einzelnen Schritt out. Und das machen wir so lange, bis wir nicht mehr können. Das ist dann das Ende des Beintrainings. Kleine interessante Sache, dieses ganze Trainingssystem basiert ursprünglich auf Studien, die sich hauptsächlich um das Unterkörpertraining drehen. Da hat man herausgefunden, dass man in der Full Range of Motion, also im vollen Bewegungsradius, vor allem im unteren Drittel, den letzten 40% bzw. 30% der Wiederholung, mehr Hypertrophie, also mehr Muskeln aufbauen kann, als in den anderen Phasen der Bewegung. Das heißt, wir versuchen jetzt rein basierend auf diesen Studien ein Trainingssystem zu entwickeln für den ganzen Körper. Ich glaube nämlich, dass die Muskeln sich nicht großartig unterscheiden. Natürlich in den Arten der Fasern, Fast und Slow Twitch, das ist eine andere Sache. Aber ich glaube, im Bewegungsradius, in dem ganzen Profil und das volle Potenzial, was der Muskel zum Wachsen hat, das schöpft man am besten aus, indem man die volle Range of Motion mitnimmt. Who's that? Mr. Flood is killing my YouTube video. How you doing? Legs? Yes, I did. Armstrong or quads? No, quads. So, YouTube video gecrashed von Flood. Hier trifft man jeden Tag irgendeinen anderen krassen Typ. Wenn du nach dem Beintraining laufend aus dem Fitnessstudio gehst, hast du nicht Beine trainiert. Ich werde jetzt in einer Runde liegen und dann gibt's 50 Gramm originale Rice Cream in den Kopf. Die erste, die beste, die einzig wahre Rice Cream plus Verum Peanut Chocolate. Double Peanut gibt's heute. Double Peanut in den Schädel. Und direkt noch eine Mahlzeit hinterher und dann geht's zum Physio. Da werde ich noch mal eine extra Runde gefickt, eine Stunde. Oh, wait! So, wir haben es geschafft. Das ist übrigens Protein-Café. Das sind die, die meine Mahlzeiten machen hier. Und da sitzt auch schon die Chefin, die immer mein Essen kocht. Das ist sie hier. Der langersehnte Moment, das ist immer das Geilste. Nach einem Beintraining sitzen zu wissen, dass der Krieg zu Ende ist. Und Rice Cream. The one and only Peanut Chocolate. Schmeckt besser, als es aussieht. Die best investierten 30 Gramm Kohlenhydrate überhaupt. Die Konsistenz ist einfach geil.
Das ist nicht dieser komische Reismatsch, den man kauft. Oder nicht diese Flocken. Das ist einfach richtige Rice Cream. Cream, richtig dieses Etwas. Weißt du, was ich meine? Gibt's bald. Comeback. So, das ist die Mahlzeit übrigens danach. Wie ich schon versprochen habe, hier gibt's Reis, bisschen Gemüse und Shrimps, 250 Gramm. Die Nährwerte, dazu blende ich natürlich wieder ein. Und das Coole ist, also egal wer von euch von den Deutschen nach den Deutschen nach Dubai kommt, wollte ich sagen, schreibt mir, ich connecte euch gern zu Brooklyn Café. Die machen eure Mahlzeiten, könnt ihr per WhatsApp bestellen, direkt zu euch nach Hause, wird jeden Tag frisch geliefert. Ihr schreibt quasi per WhatsApp auf, was ihr braucht und kriegt es dann. Und die Dame, die ich euch gerade gezeigt habe, die hat schon vor 15 Jahren für ihren Sohn gekocht, der auch Bodybuilder ist. Also wenn jemand Bodybuilding-Essen kochen kann, dann die Madame. Wir sind natürlich wie immer spät dran und fahren jetzt zur Massage. So, willkommen zurück. Wir sind wieder im Apartment. Es gibt Futterung. Und zwar auf meinem Ernährungsplan steht geschrieben 250 Gramm Shrimps, Gemüse und El Salado. Meine Freundin hat einen originalen Salatkopf Sommerfeld-Salat gemacht. 250 Gramm Garnelen, Gemüse. Geairfryte Okra, hier, seht ihr? Und Chili-Soße, glaube ich. In der App steht geschrieben, 250 Gramm Shrimps, 41 Gramm Protein. Ich screenshotte euch das dann natürlich rein. Und wir haben noch Gemüse mit da drin. Das ist jetzt Green Veggie mit 150 Gramm im Salat und Okra und so ein Kram. 4 Gramm Carbs, 0,6 Gramm Fett, 1,6 Gramm Protein. Smarte App, geile App, alles getrackt. Picobello, genau. Bon Appetit. Und bevor ich es vergesse, letzte Mahlzeit sind, wo steht's, 400 Gramm Greek-Joghurt. Hier gibt es sowas wie Magerquark nicht, das ist Greek-Joghurt, heißt es, ungefähr dasselbe. Das sind 40 Gramm Protein, dann gibt es dazu noch 40 Gramm Nüsse und Blueberries. Auch hier Screenshot, da seht ihr die ganzen Makronährstoffe. Das war's jetzt, Leute. Ich verabschiede mich für den heutigen Tag. Meine Beine sind gesmoked. Jetzt wartet die Couch und Netflix auf uns. Ich bettle jetzt nicht um Likes oder Kommentare. Ihr werdet schon was da lassen, wenn ihr das gerne so möchtet. Und den Plan, das komplette Protokoll könnt ihr natürlich auf der Webseite runterladen. Mit Supplements, mit dem Trainingsplan, mit allem drum und dran. Das war's jetzt von mir. Bon Appetit. Bis zum nächsten Video.